Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen The Division 2 Video. Heute zeige ich euch Schritt für Schritt von A bis Z, wie ihr an die exotische Sniper Nemesis herankommt. Und wow, diese Sniper hat im Vergleich zu einigen anderen Waffen definitiv den Zusatz exotisch verdient. Ganze 3 Wochen hat es gedauert, bis wir endlich die Blaupause und alle benötigten Teile für die Nemesis beisammen hatten und dann zu unserer Werkbank gehen und die Waffe herstellen konnten. Aber das Warten hat sich wirklich gelohnt. Doch was macht die Waffe eigentlich so besonders? Und warum solltet ihr sie euch unbedingt erspielen? Natürlich dreht sich hier, wie immer in The Division 2, alles um die Talente. Denn die Nemesis ist eine abgewandelte M700 Bolt Action Sniper, die wahrlich exotische Talente mit sich bringt. Zum einen der Gegenscharfschütze. Schüsse fügen 0 bis 100% Waffenschaden zu, je nachdem wie lange der Abzug gehalten wurde. Die Zeit zum Erreichen des maximalen Waffenschadens verringert sich, wenn ein Schuss einen getroffenen Gegner nicht tötet. Und in der Praxis sieht das so aus. Wenn ihr den Abzug drückt und gedrückt haltet, dann laden sich in eurem Visier 2 Balken auf. Sind die Balken voll, macht ihr maximalen Schaden. Wenn ihr einen Gegner trefft, der dabei aber nicht stirbt, verringert sich die Aufladezeit kontinuierlich. Und wenn wir hier von Schaden sprechen, dann reden wir von deutlich über 1 Million, teilweise über 2 Millionen Schaden pro Schuss. Am Ende ist das aber natürlich abhängig von eurem Grundschadenswert. Das zweite Talent auf der Sniper heißt Nemesis. Wenn sie einen Gegner anvisieren, wird dieser 15 Sekunden lang als ihr Erzfeind markiert und sie können ihn durch Wände hindurch sehen. Ihre Kugeln richten in jeder markierten Sekunde bis zu einem Maximum von 50% plus 5% mehr Schaden an ihrem Erzfeind an. Und so sieht das Ganze in der Praxis aus. Ihr markiert einen Feind und wartet 10 Sekunden. Und jetzt habt ihr noch weitere 5 Sekunden Zeit, mit maximalem Schaden euren Erzfeind zu erledigen. Und wer denkt, das waren jetzt schon 2 richtig starke Talente, der bekommt auch nochmal ein richtig gutes geholstertes Talent spendiert. Denn die Vorbereitung bewirkt, dass wenn die Nemesis geholstert ist, bekommt ihr mit jeder anderen Waffe plus 25% mehr Kopfschussschaden, wenn ihr anvisiert. Und das ist genauso viel wie mit der Spezialisierung des Präzisionsschützen. Also nach allem, was ich so bisher selbst gesehen und von diversen Leuten aus meinem Clan gehört habe, würde es mich wirklich wundern, wenn die Waffe dauerhaft so stark bleibt. Ich möchte es nicht verschreien und ich hoffe, sie bleibt so, denn sie macht wirklich viel Spaß. Wundern würde es mich trotzdem. So, und jetzt kann ich aber auch verstehen, wenn ihr wirklich heiß auf die Waffe seid und endlich wissen wollt, wie ihr an sie rankommt. Und genau darum geht es jetzt. Die Grundvoraussetzung, dass ihr diese Waffe bekommen könnt, ist, dass ihr in Weltrang 5 seid. Sobald ihr Tidal Basin, den Stützpunkt der Black Tusk, erfolgreich abgeschlossen habt, ist in jeder Woche ein Teil der Map von dem Black Tusk besetzt. Welcher Teil das aktuell gerade ist, rotiert wöchentlich und ist eigentlich nicht zu übersehen, denn dann seht ihr rote Missionen auf der Map. Da wir uns aber gerade in der ersten Rotation befinden, kann ich euch nicht sagen, ob es wirklich wichtig ist, die einzelnen Bauteile für die Sniper in derselben Reihenfolge wie wir freizuspielen. Oder ob ihr da an jedem Punkt der Rotation einsteigen und die Teile in unterschiedlicher Reihenfolge farmen könnt. Sobald es genauere Infos dazu gibt, werde ich das unten in die Videobeschreibung packen. Wenn ihr also kein Teil gedroppt bekommt, euch aber sicher seid, dass ihr alles richtig gemacht habt, dann schaut mal unten rein für weitere Infos. Wenn ihr jetzt alle roten Missionen und den dazugehörigen Stützpunkt erledigt habt, der Schwierigkeitsgrad dabei ist egal, dann müsst ihr nochmal in Tidal Basin. Ich empfehle euch das Ganze solo und auf normal zu spielen. Nach ein paar Minuten in der Mission kommt ihr an diesen Punkt und könnt dort in das Haus gehen. Dort müsst ihr eigentlich mit dem Computer interagieren, geht aber hier in den ersten Stock und hebt die Schlüsselkarte auf. Jetzt spielt ihr Tidal Basin einfach wie gewohnt weiter, bis ihr zum großen Hovercraft kommt. Tötet im Hovercraft alle Gegner, bis ihr in den Kontrollraum kommt. Und anstatt der Mission folgend nach rechts durch die Tür zu gehen, könnt ihr mit der Schlüsselkarte links einen Raum öffnen, in dem sich eine Waffenkiste befindet,
Und wenn ihr die Waffenkiste öffnet, bekommt ihr die Sniper Adrestia SR1. Die zerlegt ihr einfach und bekommt dadurch euer erstes Bauteil, das Visier, der Kerbstock. Wenn ihr aber keinen Loot aus der Kiste bekommt, dann hattet ihr das Pech, dass die Kiste bereits von jemand anderem in einem vorherigen Spiel geöffnet wurde. Das passiert immer ganz gerne, wenn man mit Randoms zusammenspielt. Die öffnen die Kiste und man bekommt es vielleicht gar nicht mit. Das Problem ist, dass ihr jetzt einen Cooldown auf eurer Kiste habt. Dieser Cooldown beträgt 24 Stunden. Ich empfehle euch daher, spielt einfach Tidal Basin für 24 Stunden gar nicht mehr und geht dann solo rein. Wenn ihr dann die Kiste öffnet, ist definitiv die Adrestia drin. Und jetzt gilt es, in der aktuellen Woche einfach nochmal den Stützpunkt zu spielen, der infiltriert war. Das heißt, wenn so wie bei mir das Kapitol infiltriert war, dann öffnet ihr einfach nochmal die Map, wählt das Kapitol aus und auf dem PC haltet ihr G gedrückt für den Schwierigkeitsgrad. Auf der PS4 ist es Dreieck und auf der Xbox Y. Und dann haltet ihr einfach noch einmal G, Dreieck oder Y gedrückt, um die Invasion einzuschalten. Wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad ist dabei egal. Spielt euch einfach durch die Mission und der Boss droppt euch dann das nächste Bauteil für die Sniper. In meinem Fall war das der Lauf, die Geißel. Und jetzt kommt der Timegate ins Spiel. Denn jetzt könnt ihr bis zum nächsten wöchentlichen Reset am Donnerstag nichts mehr machen und müsst warten. Sobald die neue Woche beginnt, ist wieder ein anderer Teil und ein anderer Stützpunkt infiltriert. Erledigt auch hier erst wieder die Missionen und dann den Stützpunkt. Bei mir war das Roosevelt Island und vom Boss habe ich folgendes Bauteil bekommen. Bolzen, die Waage. Und jetzt, ihr habt es schon geahnt, müsst ihr wieder bis zum wöchentlichen Reset warten, um dann den dritten Stützpunkt spielen zu können. Auch hier gilt, cleart die Missionen und dann den Stützpunkt. Boss Nummer 3, droppt Bauteil Nummer 4. Schafft, das Zaumzeug. Jetzt habt ihr alle Bauteile zusammen, fehlt nur noch die Blaupause. Und dafür müsst ihr das Grand Washington Hotel auch noch ein weiteres Mal spielen, auf infiltriert. Ziemlich am Anfang der Mission, im Atrium, müsst ihr den Sniper-Boss Puck töten. Der lässt euch dann die Blaupause fallen. Also wieder raus aus der Mission, ab ins Weiße Haus, ran an die Werkbank und kurze Zeit später gehört euch das beste Sniper im Spiel. Am Anfang ist das Gameplay mit der Sniper vielleicht etwas ungewohnt und auch, dass man eben Zoom und Schuss gleichzeitig gedrückt halten muss, ist wirklich komisch. Auch bricht man den Schuss ab, wenn man die Zoom-Taste vorzeitig loslässt. Das ist extrem ungewohnt am Anfang, aber natürlich sehr praktisch, wenn man eigentlich gar nicht schießen möchte, sondern sich nur umgeschaut hat. Aber das dauert auch nicht so lange, dann hat man das eigentlich drin und dann macht die Waffe wirklich richtig Spaß. Ich lasse jetzt hier noch ein bisschen Gameplay laufen von unserem Run in Tidal Basin, nachdem wir die Sniper hatten. Und ihr werdet auch beim Boss bei Wyvern sehen, wie viel Schaden der Sniper macht und wie schnell der Boss down ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit der Sniper und verabschiede mich an dieser Stelle. Wenn ihr aber noch mehr Tipps und Tricks und News rund um The Division 2 bekommen wollt, dann abonniert doch gerne meinen Kanal und aktiviert vor allem die Glocke, denn so ist sichergestellt, dass ihr kein Video mehr von mir verpasst. Ansonsten sage ich noch vielen lieben Dank fürs Zuschauen, habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Wohl die Kohlen aus dem Feuer holen, hä? Du Held.
ausgeplaudert. Wyvern, nicht den Status! Wyvern, kommen! Wyvern!